Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute machen wir ein bisschen Tea-Time, beziehungsweise eigentlich ist es Coffee-Time. Ich dachte, ich trinke mal mit euch ein bisschen einen Kaffee und erzähle euch ein bisschen was zu meinen September-Favoriten. Denn ich habe das schon bei ganz vielen anderen gesehen, bei anderen YouTubern. Der Monat ist noch nicht ganz rum, aber es gibt schon so ein paar Sachen, die ich sehr, sehr feiere und dachte, die teile ich heute einfach mal mit euch. Die erste Sache, die ich extrem feiere, und wahrscheinlich wisst ihr es auch schon, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Falls nicht, solltet ihr auf jeden Fall mir auf Instagram folgen. Ich habe hier meinen Kaffee und es ist kein normaler Kaffee, sondern es ist ein Kaffee mit dem Vanilla Cream Flavor Up von Ivo. Und Leute, das ist erstens so lecker. Das macht es einfach so kalorienarm. Den Kaffee viel besser. Schmeckt einfach wie bei Starbucks. Also wirklich, schmeckt unfassbar geil. Ich vertrage das halt richtig, richtig gut. Habe ich mir das sehr, sehr gewünscht, dass wir neue Sorten bekommen. Und das neue Flavor Vanilla Cream ist es wirklich. Das schmeckt einfach saugeil. Mein zweiter Favorit ist was ganz anderes. Kann man auch gar nicht essen. Und zwar sind das so Schlüpfschuhe. Also ich nenne die mal Schlüpfschuhe. Die haben wahrscheinlich einen ganz anderen Namen. Auf jeden Fall habe ich mir die bei, ich glaube, Amazon oder About You. Nee, nicht Amazon. Bei Zalando oder bei About You, ich muss mal gucken, hatte ich mir die bestellt. Und Leute, das ist so geil. Ich kriege immer so Aggressionen, wenn Schnürsenkel ständig aufgehen oder auch wenn ich kurz mal mit Luna raus muss, und das passiert ja mehrfach am Tag, immer dieses Aufschnüren und Zuschnüren, und diese Schuhe sind einfach so bequem. Das ist einfach der Invest gewesen. Ich trage die immer. Am Anfang dachte ich mir so, weiße neue Schuhe trägst du nicht im Training, nicht mit Luna, sondern trägst du nur so zu schönen Anlässen. Und jetzt, ich trage die immer, weil die sind so gemütlich. Fast wie so ein Barfußgefühl, sind so leicht und irgendwie sind das auf jeden Fall die Schuhe. Ich muss gerade mal gucken. Ich habe mir extra eine Liste gemacht, damit ich das nicht vergesse, was ich euch alles zeigen wollte. Nächste Sache, die wisst ihr wahrscheinlich auch schon, aber Leute, falls ihr das nicht wisst, dann ist es wichtig, dass ich das heute nochmal mit reinnehme. Zimt-Erythrit-Mischung. Das ist einfach so geil. Packe ich mir momentan wirklich immer auf mein Porridge bzw. Schmelzbrei drauf. Einfach Erythrit. Ich habe meins von Koro und dann einfach so ein bisschen Zimt dazu. Ich habe da jetzt kein bestimmtes Verhältnis, sondern mache das halt einfach so. Ich würde mal sagen, 2 Drittel Erythrit, 1 Drittel Zimt. Und dann einfach knete ich das in diesem Beutel schon so durch, dass ich dann halt so einen großen Zimt-Erythrit-Beutel habe. Und es passt einfach überall drauf, auch wenn du Pancakes machst. Und das schmeckt einfach 1:1 wie Zimtzucker, aber hat einfach gar keine Kalorien. Die nächste Sache, dafür werde ich bestimmt gesteinigt. Und das darf man ja nicht sagen, weil es ja so böse, böse ist, weil es Geschmacksverstärker sind. Aber ich feiere es so krass. Und so ist es von Maggi, so ein kleines Dingen. Das ist für helle Soßen und Gemüse und das schmeckt so genial. Also einfach damit, wenn man so eine Gurke hat oder so eine Tomate, Paprika, einfach so klein geschnitten und dieses Gewürzsalz da drauf. Und ja, es ist Geschmacksverstärker, aber schmeckt so brutal gut und ich liebe es. Damit kann ich einfach in der Diät eine ganze Gurke zwischendurch wegsnacken und es ist einfach himmlisch. Dann, wie ihr wisst, war ich ja gerade in Holland, beziehungsweise vorgestern, wo ich mir den Platz 1 geholt habe in der Figurklasse. Und was ich da außerdem dann noch gemacht habe, Post-Competition bin ich erstmal zu Albert Heijn. Ich feiere das so krass. Ich wohne ja zum Glück hier an der holländischen Grenze und ich feiere sowieso öfter mal zum Markt und sowas rüber. Und da gibt es ja diesen Laden Albert Heijn und da gibt es so geile Sachen. Ich habe mir da auch voll die geilen Zero-Getränke noch geholt, die es hier in Deutschland nicht gibt. Aber vor allem gab es diese kleinen, wie heißen die? Flap? Diese kleinen, auf jeden Fall diese Reiswaffeln mit Geschmack. Und normalerweise gibt es hier mal so einen großen Turm. Aber die gab es in so kleinen Tütchen und die fand ich so cool. Da hatte eine Tüte 100 Kalorien, beziehungsweise nicht mal 100 Kalorien. Und die schmecken einfach so genial. Quasi eigentlich so ein Level-Up zu diesen Reiswaffeln, die es ja immer bei DM und Rossmann und so gibt. Aber halt einfach noch viel, viel wilder und halt in so richtig schön würzig. Und Leute, es wird ja jetzt immer kühler. Es wird ja jetzt herbstlich und ich glaube, ich habe schon vor... Ich habe schon vor 2 Monaten oder so damit angefangen, euch das zu zeigen. Aber es ist wirklich jetzt im September darf das ein Favorit von mir sein. Und zwar ist das dieses ganze Gewürz für Pumpkin Spice, Zimtsterne, Plätzchengewürz, Lebkuchengewürz. Davon gibt es ja eine ganze Palette. Bei DM und Rossmann gibt es die auf jeden Fall. Und ich habe jetzt bei Real mir letztens auch noch mal eins mitgenommen. Aktuell die Favoriten sind bei mir Pumpkin Spice. Ich finde, es schmeckt sehr, 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 sehr lecker. Und das ist von DM. Und ich habe jetzt gerade noch Zimtstern ist das. Und das schmeckt auch geil, so ein bisschen im Kaffee. Oder wie gesagt, einfach eine Mandelmilch. Wenn ihr halt so einen kleinen Süßhunger habt, Mandelmilch einfach ohne Zucker kaufen. Die hat ja irgendwie nur 13, 14 Kalorien davon, 1 Milliliter. Packt euch die in eine Tasse rein und dann einfach ab in die Mikrowelle, bisschen Vanilla Flavor ab, damit das halt so ein bisschen süßlicher wird. Und dann einfach dieses Gewürz dazu. Das ist einfach, das schmeckt besser als jeder Kakao und hat einfach keine Kalorien. Willst du mitmachen? Also wie gesagt, so ein bisschen dieses Gewürz da noch mit rein, das ist einfach geil und das stillt diesen süßen Zahn, diesen Süßhunger, den man oft hat, nach was Herzhaften. Also müsst ihr unbedingt mal ausprobieren, finde ich, schließt sehr, sehr gut den Magen.
Und eine Sache, die komplett untypisch ist, die aber wirklich ihren Platz auch heute hier verdient hat, ist Animal Crossing. Ich weiß, es ist schon so ein uraltes Game und ich habe das früher einfach schon so krank immer gefeiert. Aber Leute, es ist einfach wirklich so entspannt. Wenn man so auf TikTok ist oder auf Instagram, Social Media, da ist man immer so, man scrollt die ganze Zeit nur weiter, die Zeit geht super schnell rum, aber man kommt gar nicht so richtig runter. Also ich bin schnell so, dass ich immer wieder dann am Arbeiten bin, beantworte doch mal Kommentare, speichere mir irgendwas nochmal ab und gehe doch nochmal in die Nachrichten rein und so weiter und so fort. Und ich finde, bei Animal Crossing ist das so voll, so man ist so voll in einer anderen Welt. Man hat irgendwie zu tun, beide Hände sind am Controller, das heißt, man kann halt gar nicht einfach so ans Handy oder so, man muss sich halt auf das Spiel konzentrieren. Und dadurch ist es irgendwie trotzdem so entspannt, obwohl man was zu tun hat. Jetzt sind wir fast am Ende, aber eine Sache habe ich noch. Und zwar ist es eine Tee-Empfehlung. Die gibt es schon total lange und ich feiere den sehr. Das ist dieser Zimt-Pflaume-Tee. Und ich finde, das schmeckt richtig gut. Ich bin jetzt irgendwie voll drauf hängen geblieben. Ich trinke sonst auch super gerne Minztee und so. Aber jetzt gerade, wo es kälter wird, Zimt-Pflaume, Leute, müsst ihr mal ausprobieren. Das schmeckt auch gar nicht so pflaumig, sondern halt eher so nach einfach weihnachtlich und irgendwie ein bisschen fruchtig. Also eine sehr, sehr angenehme Note, oder? Wir mögen den auf jeden Fall. Und deswegen ist das mein letzter September-Favorit. Pass auf, wir sind am Ende des Videos angekommen. Das waren meine Favoriten vom September. Schreibt mir doch gerne mal eure monatlichen Favoriten oder neuen Favoriten generell in die Kommentare rein. Dann kann ich mal auschecken, was ihr so feiert. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Dann gibt es auch vielleicht wieder Oktober-Favoriten. Ich würde sagen, habt einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.